Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Oblivion. Im letzten Part waren wir hier noch unterwegs Richtung Harolunds Wacht. Jedoch musste ich leider beenden. Weil für einen Schnitt hat sich das echt nicht mehr gelohnt. Weil ich musste halt was... Ja, ist ja egal, ich musste auf jeden Fall weg. Und hier ist Harolunds Wacht. Es war schrecklich. Einfach entsetzlich. Was kann ich für euch tun? Ihr solltet Dravana Teles danach fragen. Okay. Sorry, meine Stimme ist gerade ein bisschen rau. Don't know why. Was habt ihr zu berichten? Im Land der Dunmer hat es... Hallo. Ihr seid von der Kämpfergilde, nehme ich an. Gut, dass ihr hier seid. Wir brauchen eure Hilfe. Mehrere Leute sind verschollen. Oh, okay. Man hört, dass einige seltsame Lichter in der Nähe der alten sumpfigen Höhle gesehen wurden. Wir haben ein paar Männer dorthin geschickt, aber sie seitdem nicht mehr gesehen. Wir brauchen Hilfe. Okay. Vor ein paar Nächten sind sie das erste Mal aufgetaucht. Komische, flackernde Lichter. Am Morgen war nichts zu sehen. Aber in der Nacht waren sie da. Okay. Also. Seid vorsichtig. Ich weiß auch, was das für Lichter sind. Nur fällt mir gerade der Name nicht ein. Und die sind eigentlich auch relativ böse. Toll, das ist natürlich jetzt da unten beim See. Wo natürlich auch ein Oblivion-Tor ist. Da möchte ich ungern hinlaufen. Zum Oblivion-Tor. Wir werden noch oft genug in Oblivion sein. Warum zum Teufel habe ich so wenig Leben? Achso, stimmt ja, dieser übermächtige Troll da vom letzten Part. Trollalalalalalalala, ist gut, sorry. Mein Schwert ist auch nicht mehr das, was es mal war. Nehmen wir doch Hochdumms Schwert. Denn diese Lichter, die sind ziemlich bösartig. Die gibt's hier ab und zu mal so im Berg. Aber ja, das dachte ich gerade. Das wäre ein bestimmtes Kraut, nämlich das Nierenwurz, was ich auch noch irgendwann mal abgeben sollte. Dann fängt nämlich die größte Spiel des Quests an, genau. Da ist das Oblivion-Tor. Ich wurde anscheinend von irgendwas gesehen. Achso. Erschreck mich nicht so, ja? Diese Klinge sieht cool aus. Die haben wir im letzten Part bekommen, weil wir Fürst Rohkdumpf besiegt haben. Und da sind diese Lichter. Die sind richtig heftig. Vor allen Dingen zu zweit. Da gehen die richtig ab. Ich habe noch keine Ahnung, wie die sind. Gerade mit dem Schwert, wo ich da habe. Und dem Level. Ich probiere es jetzt einfach. Es scheint sich bei den seltsamen Leuchten, dass die Leute in den Sumpfen sehen, um Irrlichter zu handeln. Genauso heißen die. Aber es gibt auch keinerlei Spuren von den verschwundenen Städtlern. Die Irrlichter waren allerdings alle um eine Höhle gruppiert. Ich sollte diese näher untersuchen. Die sind richtig heftig, die kannst du kaum besiegen. Seht ihr mal, wie viel Leben die mir gerade abziehen? Und Mana auch. Das ist krank. Einfach nur krank. Vor allen Dingen, wenn es mehrere Leute sind, das ist nicht mehr nett. Ich habe keine Lebenstränke mehr, ernsthaft. Ich schätze mal, ich gehe jetzt sterben. Ich lebe noch und die Viecher können, glaube ich, nicht durch Türen gehen. Doch, können sie. Sagte ich gerade, das wäre eins. Gut, aber solange die Viecher mich nicht weiterhin verfolgen können. Oh, Trolle. Scheiße. Mir ist tatsächlich eins gefolgt. Scheiße.
Habe ich keine weiteren Waffen mehr oder so? Ah, die sind alle zu schwach. Scheiße. Wisst ihr, wie scheiße es ist, irgendwie gerade zu versuchen, Ruhe zu behalten? Weil du weißt, dass du gleich stirbst. Ja. Da seht ihr's, die Viecher sind krank. Ups. Ich glaube, die Viecher sind jetzt weg, oder? Also folgt mir nicht mehr. Doch, es folgt mir noch. Scheiße. Was mache ich da? Rausgehen wieder und versuchen irgendwie zu überleben. Allerdings morgens sind die nicht da, hat er doch gesagt, ich Vollidiot. Du kannst sie, glaube ich, gar nicht richtig besiegen, oder wenn, nur mit viel, viel Glück. Es laggt gerade, oder hat gerade gelaggt. Es laggt immer noch, scheiße. Nirgendwo, dafür muss noch Zeit sein. Ne. Wollte zumindest so weit weglocken, dass ich noch irgendwie eine Chance habe zu überleben. Jetzt habe ich noch irgendein anderes Viech hinter mir. Warte. Ich glaube, ich habe es überlebt. Nein. Noch bin ich nicht sicher. Scheiße. Oh, meine Stimme, Alter. Wie weit zum Teufel können die mir noch folgen? Don't know. Oh mein Gott. Geht's hier noch irgendwo hin? Ich weiß gar nicht mehr, wo Harlons Wacht ist. Ah, sumpfige Höhle und da. Bald touchen. Ich will aber nach Harlons Wacht. Ich bin total falsch. Hm? Ah, okay. Wolf, ich glaube, der ist der, wo mich gerade verfolgt. Nein, an dem lag's nicht. Hatte irgendwas? Nee. Da ist es ja. Scheiße. Oh, komm schon, stirb endlich. Du scheiß Viech. Boah, ey, die haben so einen scheiß Zauber. Die können dir den Zauber wegnehmen. Oder halt, besser gesagt, das Mana. Boah, Gott sei Dank, ey. Was? Nein! Boah, Gott sei Dank, ey. Der... ich will nicht sterben. Nicht so. Nein, please. No. Nicht nochmal. Wir haben es schon in den... Oh, scheiße, falscher Knopf gedrückt. Oh Gott. Der nächste. Was haben die alle für ein Problem? Ich will doch nur weg hier. Und da vorne ist übrigens irgendwo ein Dead-Rush-Rein. Wobei, kann ich doch schön nutzen, weil einer von denen stirbt nie. Und zu den Dead-Rush-Reihen müssen wir ja sowieso von dem her. Also von der Story aus mal. Und da ist, bietet sich das doch an. Da ist ein Dead-Rush-Rein. Bereminas Schrein. Helft mir mal, please. Noch ist er nicht da. Help. Oh, Gott sei Dank. Verminas Schrein. Gut, also auf jeden Fall, morgen sind die nicht da. Das heißt,
10 werden, morgens um 9 werden die nicht da sein. Oh Gott, Alter. Ich glaube, die sind nur nachts da. Hat mir auch gesagt, morgens sind die nicht da. Und was es hier mit diesem Schrein auf sich hat, erfahren wir auch noch, keine Sorge. Boah, ich hoffe jetzt einfach mal. Ups. Falls ihr gerade irgendwas im Hintergrund gehört habt, tut mir das leid, aber ja, die sind wirklich nicht da. Perfekt. Dieser Moment, wenn dich das Essen mit einer Gabel angreift. Ach, da ist die Höhle. Sorry. Gut. Jetzt sind wir hier drin auch relativ sicher. Also, hoffe ich zumindest. Diese Knochen da sagen schon viel, was mit den Bewohnern passiert ist. Oder was jetzt sein könnte. Hm? Ah, da ist ein Troll. Schon witzig, wenn man irgendwann einfach nicht mal blickt, dass es sein eigener Zauber ist. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass dieser Zauber da, wo ich die ganze Zeit gemacht, wo die ganze Zeit passiert ist, um mich. Fick dich, das Troll. Dieser Zauber, wo ich da die ganze Zeit durchgeführt habe, das wäre der von dem Viech. Oh man. Boah, aber ich bin so am Arsch gerade. Wenn noch mehr von diesen scheiß Irrlichtern kommen, habe ich gar keine Chance mehr. Ich sehe dich. Noch hat er mich nicht gesehen, ne? Jetzt hat er mich gesehen. Wie ich ihn voll erwischt habe und er mich nicht, obwohl ich hier eigentlich direkt vor ihm stand. Junge, du musst mal zum Augenarzt. Ey, das sollte jetzt nicht böse gemacht sein oder so. Aber, oh, voll in die Fresse. Oh, Gott sei Dank. Ich finde die sehen cool aus irgendwie. Ich habe zuerst mal gedacht, mich greift ein Affe an, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Hier gibt's Affen. Und auf einmal greift er mich an. Eiskalt. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Aber diese Ecken, ich hasse sie. Okay, da ist alles frei. Okay, wir müssen da lang. Hey, ich wollte noch nur wissen, wo es lang geht, ja? Du brauchst mich jetzt nicht gleich so anzugreifen. Hey! Gut. Hat er irgendwas? Nee. Troll fährt halt. Okay. Oh Gott. Im Innern der sumpfigen Höhle habe ich die Leichen der vermissten Stadtbewohner gefunden. Es sieht aus, als ob Trolle von den Irrlichtern geschwächte Menschen angegriffen und verspeist haben. Ich sollte verbleibende Trolle in der Höhle erledigen. Scheiße. Jetzt wieder Skelett, lol. Nee, Edward, den hier. Ah, da hat sogar noch Geld. Und da ist auch nochmal Geld. Und da ist auch noch ein. Joa. Die hat es auf jeden Fall gut erwischt, würde ich mal so behaupten. Jetzt hieß es noch, ich soll verbleibende Trolle in der Höhle töten. Steht es auch so drin? Yep. Toll. Das heißt, das ist mein nächster Auftrag. Moment, Karte. Nix. Oh, scheiße. Ja, so kann's ruhig weitergehen, ne? Also. So ist es auch weitergegangen, lol. Und der ist auch cool gelandet. Muss man erstmal hinkriegen.
so zu sterben, dass es geil aussieht. Ich glaube, das war der einzige Troll noch. Na, fail. Oh, Volltreffer. Hau mich nicht ganz in den Sack, ja? Es geht doch nicht besser. Oh, fick dich. So viel zum Thema, es geht besser. Boah, Alter, der haut ganz schön rein, der da. So. War ja klar, wenn nichts. Realistisch. Wenn ich so kurz vor Sterben bin, stirbt der Troll natürlich. Ist ja logisch. Braucht mal Gold. Also für Goldfarm ist diese Höhle ja praktisch. Da kann man sagen, was man will. Gibt's hier noch mehr? Ah, da oben ist eine Tür. Sumpfige Höhle. Heißt so viel wie, das war erst der Anfang. Mist. Okay. Warum siehst du mich nicht? Ich frage mich nur mal, woher bitteschön der Spieler. Oh, scheiße, hinten ist immer einer. Weiß, wann er jetzt alle besiegt hat. Das ist wirklich eine Sache, wo ich mich wirklich frage. Steht zwar dran. Du sollst alle besiegen, aber nirgends wurde irgendwo gesagt, dass es noch so viele sind. Oder dass sich da vielleicht einer noch bewegt hat oder so und total rausgegangen ist. Gut. Den habe ich dann auch noch erledigt. Oh, meine Stimme, ey, die will mich echt verarschen. Also sorry, wenn ich in diesem Part ein bisschen stiller bin als sonst. Und solange mich nur einer angreift, ist alles gut. Solange es dann, sobald es mehr als zwei sind, bin ich dann immer ein bisschen doof. Einer ist, glaube ich, noch da. Und dafür stimmt noch da unten jemand. Bestimmt. Das Böse bei den Trollen ist, du kannst nie so ungefähr berechnen, wie viel Leben du jetzt verlierst. Es kann sein, du verlierst komplett. Oder aber es kann sein, dass du einfach unbeschadet aus dem Kampf rauskommst. Boah, fail. Seht ihr? Ich habe übrigens den falschen Zauber gerade gewirkt. Oder nee, doch nicht. Aber ich schaff's, ich überlebe es gut. Puh, auch wieder relativ knapp, aber ich hab's überlebt. Es waren doch noch nicht alle. Mindestens einer ist noch da. Ui. Ich hoffe ja, dass ich es bald habe, aber sagen kann man es halt nie. Wie ich schon sagte, ist es eh ein Wunder, dass mein Spieler das überhaupt weiß. Oh Gott. Zwei. Ich hoffe mal, das bereue ich jetzt nicht. Nope. Gut. Der ist zum Glück doof genug, der andere. Blick's nicht, dass ich gerade seinen Kumpel angegriffen habe. Ist ja eh immer so witzig. Statt dass man mal Teamwork macht, ne? Wenn man vielleicht einen übermächtigen Gegner hat, den man alleine niemals besiegen könnte. Nein, warum denn?
Also sorry, wenn ich mich jetzt die ganze Zeit mal räusper oder so. Gut, dann... Der rennt auch in seinen Tod, glaube ich mal. Also ich hoffe zumindest, dass er in seinen Tod rennt und nicht andersrum. Ja, komm schon. Gut, den hätte ich dann auch. Schön. Toll, hab gar nicht die Triche mehr. Man weiß halt nie, wo auch eine Sackgasse ist, ne? War schon 20 Minuten, Alter. Ist es nur einer? Ja, okay, einer ist noch machbar. So. Also sollte ich jetzt hier in der Höhle sterben, dann wird keiner vermissen. Das ist sowieso so heftig, wenn man in der Höhle stirbt. Ich meine, dich wird keiner vermissen, weil keiner weiß, dass du tot bist. Ah, Fackel. Habe ich irgendwie überhaupt noch nicht gebraucht, aber egal. Oh, da oben ist auch nochmal einer, scheiße. Ja klar, und jetzt wegrennen. Feige Sau. Mich zuerst angreifen und danach wegrennen. Geht's noch? Boah. Ich glaube, mein Schwert ist da. Ein Schlag noch. Okay, waren doch noch zwei, aber trotzdem. Wie viel hält mein Schwert noch aus? Ja, eigentlich schon noch relativ viel. Warte mal, wie stark ist es? 8. Ah, geht besser. Scheiß Dietriche. Na, also ich mach die Höhle noch in diesem Part fertig, ne? Nur mal so. Nebenbei, und da ist ein Ausgang. Liebe Neisenke, wo bin ich denn hier gerade? Voll total anders. Okay, aber wir haben noch keine Nachricht bekommen, dass ich alle besiegt habe. Oder kommt überhaupt eine? Wer greift mich an? Schlammkrabbel. Die nicht mal richtig vorankommt. Ah, der hat einen Dietrich. Gehen wir doch gerade nochmal zurück. Wenn sich's schon mal so anbietet, ne? Jetzt hoffentlich schaffe ich's auch. Ich bin der größte Lappen, den es gibt. Allerdings komme ich jetzt auch nicht mehr zurück, ne? Oder mit viel Skill komme ich dann noch hoch? Ha! Gut, weiter geht's. Wäre es noch schön zu wissen, wo ich überall schon war. Da war ich anscheinend noch nicht. Ich habe wirklich ständig Angst, dass ich jetzt sterbe, ne? Ist hier irgendwas in der Truppe? Ja, boah. Eine Waffe mit einer Verzauberung, wo erstmal geil aussieht, aber sich dann als nichts herausstellt. So, jetzt sind hier drei Gänge. Und in zwei davon war ich noch nicht. Hui. Das hat sich mal gelohnt. Ich gehe jetzt mal diesen Weg hier. Diesen Weg hier. Okay, ich hoffe mal, es ist ein Adler. Ja, es war einer. Gut. Aber wenn nicht, hat mich ja der andere auch gleich angegriffen. Logisch, dass es nur einer war. Gut. Man kann sich auch verkrampfen im Tod, ne? Okay, das ist jetzt hier nur eine Verbindung.
in einem Raum, wo wir schon waren. Nur habe ich keinen Plan, wo dieser ist, ne? Allerdings scheint es doch nicht mehr weiterzugehen. Das heißt, wir haben alle. Sehr schön. Dann können wir ja doch zurückgehen. Allerdings hätte ich auch eigentlich gedacht, dass jetzt eine Nachricht kommt, dass ich alle besiegt habe. Aber nein, muss man natürlich selber rausfinden. Und das war übrigens noch die Stelle, wo ich vorhin dachte, hä, scheiße, muss ich da noch nach. Aber hey, wir haben alle. Zumindest in meinem Abschnitt, aber hier fehlen noch welche, vielleicht deswegen. Das könnte sein. Das könnte sein. Ah, geht's noch weiter, geradeaus. Ah, sorry, wenn ich heute ein bisschen stiller bin, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich habe zwar auf Bock aufzunehmen, aber das Reden dabei immer, ne? Die, wo selber aufnehmen, die wissen wohl, wie das Problem ist. Da lang. Da gibt's doch bestimmt noch mindestens einen Troll. Yep. Ich glaube, das hier ist nur so ein kleiner Einzelgang. Oh je, die Waffe nimmt immer weniger. Oh, scheiße, da ist nochmal einer. Aber es ist wirklich nur so ein Endgang. Fighting Endgang. Gut. Kurz auf, verschnaufen. Sich die Hand am Laptop anstoßen. Geil. Und dann den letzten Troll besiegen. Hey du! Der kam nicht mit, der war jetzt gerade so überrumpelt, der wusste nicht, was er machen soll. Boah. Fail. So. Yes, jetzt kommt doch noch eine Meldung. Ich habe alle Trolle in der sumpfigen Höhle getötet. Ich sollte meine Erkenntnisse Drarana Telis melden. Wie kann man auch Drarana Telis nennen? Ach, und jetzt kommt endlich mal so ein Lebenstrank. Der kommt ja früh, dankeschön. So ein typischer Jonsch-Fail. Mal schauen, ob ich den Weg aus der Höhle auch ohne Karte finde. Vermutlich eher nicht. Okay, ich schau einfach mal. Okay, ich bin total falsch, ich muss andersrum. Seht ihr? Ja, ich habe halt einen Orientierungssinn wie ein Sack Reis mit Löchern. Und ich weiß, dieser Vergleich war sowas von unnötig und komisch und hä? Boah, ich hoffe mal nicht, dass es Nacht ist. Na, selbst. Ja. Mein Orientierungssinn ist beste. Ich muss nämlich da lang. Oh Gott. So, und die Ameisen dieser Höhle haben jetzt schön zu mampfen. Also die überleben die nächsten 400 Jahre. Oh, das wird gerade Nacht. Scheiße. Habe noch Leben war. Als ich mal dementsprechend stark war, habe ich es tatsächlich mit diesen Irrlichtern angelegt. Das heißt, ich habe die getötet. Ja. Da war ich ja wirklich dementsprechend stark, also. Ja, Slack gerade ein bisschen, sorry. Okay, da. Den Weg haben wir sogar schon gelaufen, also da müssen wir jetzt nicht hin porten. Dann hier lang, ne?
Ja gut, das ist bergauf. Das mache ich jetzt nicht. Und sorry, dass es gerade laggt. Aber ich kann nur nichts für. Stimme. So. Bitte versucht, unsere verschwundenen Freunde zu finden. Ja. Oh nein. Ihr glaubt also, Trolle brachten sie um? Das ist ja schrecklich. Aber gut, dass ihr alle Trolle getötet habt. Bitte nehmt dies, wir sind euch zutiefst dankbar. Danke, Höhen. Ring der Körper und Geist. Okay. Wie bedauerlich. Seid gegrüßt, Khajiit. Zu bekämpfen ist leicht. Ihr führt sie aufs Wasser hinaus. Was zu? Durchsiebt sie mit Pfeilen. Falls sie einen Bogen. Oh mein Gott. Und übers Wasser gehen Argonia könnt. Und. Was zum Teufel ist falsch? Ein Argonia und ein Khajiit reden freundlich miteinander. Oh mein Gott. Also ihr müsst wissen, das sind Todesfeinde. Die hassen sich wie sonst was. Ja, aber es gibt auch ab und zu mal etwas. Eine Ausnahme, so wollte ich sagen. So, und bevor ich jetzt noch länger um den heißen Brei rumrede, weil man merkt schon, ich kann überhaupt nichts mehr reden. Blip, blip. Also wenn ich mal so in den Part reinkomme, wisst ihr auch schon Bescheid, schaltet ab. Dieser Part wird eh nichts. Verstört. Da, Burzkokasch. Ihr sollt den Leuten in Harlons Wacht helfen. Wie sieht's aus? Ja, hab ich. Ihr solltet euch um die Verschwundenen bei Harlons Wacht kümmern. Wie sieht es aus? Ja, ich hab's doch. Trolle, meint ihr also? Die von den Irrlichtern angelockt wurden. Da habt ihr ja ganz großes Pech. Tja, hier ist eure Bezahlung. Warum haben wir ich ganz bedauere, aber ich habe keine weiteren Aufträge für euch. Ich denke nicht, dass Asan etwas hat. Das war recht gute Arbeit für einen Tölpel wie euch. Na, danke schön. Ihr habt jeden Auftrag erfüllt, den wir euch gaben. Das war gute Arbeit. Hiermit werdet ihr befördert zum Kriegsfürst der Kämpfergilde. Wow. Damit habt ihr einen höheren Rang als ich. Ich fürchte, ich kann nichts mehr für euch tun. Vielleicht möchtet ihr aber mit einem alten Freund von euch sprechen. Gerüchten zufolge sucht Orain nach euch. Von mir habt ihr es allerdings nicht. Gute Arbeit und viel Glück. Schön. Ich kann euch wirklich nicht weiter befördern. Ihr habt ja schon einen höheren Rang als ich. Lebt wohl. Jojo, lebt wohl. Lebt wohl. Yes! Keine Aufträge mehr von dem. Also, dann gehen wir doch mal zurück nach, ich glaube, Koroi war es. Ja, wird sogar schon als Quest angezeigt. Heißt so viel wie, wir haben jetzt wirklich die Kämpfergilde fast abgeschlossen. Es gibt jetzt nur noch ein paar wenige Aufträge, wo aber nichts mehr wirklich mit der Kämpfergilde zu tun haben. Und das wiederum bedeutet, es geht endlich mal in der Story von der Kämpfergilde los. Yay! Eigentlich hat es ja schon angefangen, als wir Modern Oren kennengelernt haben. Und ja, ab jetzt geht's halt richtig los. Einen wunderschönen. Das ist wirklich so heftig lange. Wir können aber mit ihm reden noch. Der Part ist eh schon viel zu lang. Da kommt's ja auch nicht mehr drauf an, auf die paar Minuten. Zack und zack. So, wer macht's auch? Ab und zu mal. Einfach so über eine Straße, über eine Mauer springen und das, ja. 12 Uhr mittags wird der schon da sein. Vermutlich nicht mehr zu Hause, aber egal. So, jetzt haben wir 6, 7, jetzt 8. 8:30 Uhr ist so eine optimale Uhrzeit, da sind eigentlich schon alle wach. Außer die von manchen Läden. Wo ist er denn?
Oh, das war das falsche Haus, glaube ich, oder? Stand ich etwa vom falschen Haus? Kein Kommentar zu dieser Dummheit, bitte. Schönen Tag. Guten Tag. Ihr wolltet mich suchen? Ja, oder habt ihr irgendwas wegen der Dunkelfassrate? Um sie zur Strecke zu bringen, brauche ich mehr Informationen. Laut meiner Quellen wollen sie sich ausbreiten und haben ein Lager in der Waldwiesen-Nebelhöhle aufgeschlagen. Geht dorthin und schnappt euch Ajum Kajin. Das ist einer ihrer Anführer. Bringt ihn hierher zu mir. Ich möchte etwas Zeit mit ihm verbringen. Wir haben Dinge zu besprechen. Oh ja. Die Quest ist cool. Er ist für diese Expansion verantwortlich. Ich weiß, dass er ein hochrangiges Mitglied der Gruppe ist. Ein agonischer Magier, wenn ich richtig informiert bin. Okay. Holt ihn her. Aber das wird richtig geil. Im nächsten Part wird nämlich ein wenig gefoltert. Gefoltert. Ja, aber bis dahin geht es noch ein bisschen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dann. Oder auch nicht. Bye.